Leben in Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Leben in Taiwan. Zu Gast ist heute die bezaubernde Autorin Iris Haupt, die auch unter dem Pseudonym Linda Marie Haupt schreibt. Iris reist regelmäßig nach Taiwan, um ihren Sohn zu besuchen. Wohnen tut sie seit 2011 auf der Insel Mallorca und dort setzt sie sich sehr für die Straßentiere ein. Heute möchten wir über das Inselleben sprechen, über ihren Beruf und ihre Verbindung zu Taiwan. Liebe Iris, ich begrüße dich ganz herzlich zu Radio Taiwan International. Bitte beschreibe doch mal, wo kommst du ursprünglich her, wie ist dein Werdegang und was bringt dich nach Taiwan? Ja, hallo erstmal. Ich bin heute hier als Linda Marie Haupt. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich für eure Einladung. Ist ja nicht gang und gäbe, dass eine Autorin mal eben im Ausland bei einem Radiosender ist. Also dafür ganz herzlichen Dank. Bin in Remscheid geboren, also in Nordrhein-Westfalen. Bin da auch aufgewachsen. Hab dann meinen Mann kennengelernt an der Ostsee in der Nähe von Kiel. Das sagt wahrscheinlich jedem was. Da sind auch meine beiden Kinder geboren. Dann hat es mich verschlagen nach Niedersachsen. Von Niedersachsen nachher nach Berlin und von Berlin letztendlich auf die Insel Mallorca. Und was bringt dich jetzt nach Taiwan, ganz aktuell? Ja, ich besuche regelmäßig meinen Sohn hier in Taiwan. Mein Sohn lebt hier seit 6 Jahren. Eigentlich ist es eine recht traurige Geschichte, was er hier erlebt hat. Er ist damals vor 6 Jahren einfach hier im Urlaub gewesen in Taiwan, hatte da jemanden kennengelernt. Und ihm ist es passiert, dass seine Herzaorta gerissen ist. Es war also eine lebensgefährliche Situation. Und damals bin ich dann so Hals über Kopf hier nach Taiwan geflogen. Ich wusste noch nicht, ob ich meinen Sohn hier noch lebend wiedersehe. Das war in Daulio. Und da hatte er eine Notoperation, die er Gott sei Dank überlebt hat, was nicht so selbstverständlich ist. Also ich bin den Ärzten hier unheimlich dankbar. Die haben unheimlich viel Erfahrung in dieser Art von Operationen. Und ich glaube, wäre er damals noch auf der Insel gewesen und ihm wäre das passiert, hätte er das nicht überlebt. Auf der Insel heißt? Auf Mallorca. Mhm. Ja, das war also das erste Mal vor 6 Jahren, dass ich dann hier gewesen bin. Und von da an eigentlich jedes Jahr, auch in der Corona-Zeit. Ja, da ging es mir nachher so, dass ich 9 Monate auf der Insel war, weil ich nicht wieder zurückkam nach Mallorca. Da ging nachher kein Flieger mehr und ja, dann saß ich hier 9 Monate. Das war aber auch nicht das Schlechteste. Ich habe ganz, ganz viel gesehen. Darf ich kurz fragen, wie reißt eine Aorta? Also war das ein Unfall oder ist das einfach so passiert? Es ist einfach so passiert. Er hatte ein ganz merkwürdiges Gefühl, so im Brustkorb hat er erzählt, so als wenn da was explodiert wäre innerlich in ihm. Und hat seinem damaligen Freundin gesagt, du, irgendwas, was stimmt da nicht? Es war aber kein Schmerz oder so, es war einfach nur ein Blubbern im Brustkorb oder so. Und dann ging es ihm nachher aber auch wieder besser und dann meinte er, naja, vielleicht müssen wir auch nicht zum Krankenhaus fahren. Aber der Freund hat nachher darauf bestanden und das war auch gut so. Also sie haben erst mal gewartet, weil er hat eine ungewöhnliche Blutgruppe, A-negativ ist nicht so häufig und dann mussten sie erst noch mal warten auf Blutkonserven und sind auch nicht gleich auf die Diagnose gekommen. Das hat eine Zeit gedauert, aber letztendlich ist alles gut gegangen. Und die Aorta wurde, sie ist quasi gerissen und dann wurde sie jetzt genäht in einer Operation? Sie wurde nicht genäht, es gab praktisch eine Prothese, Elephant Trunk nennt man das. Der kranke Teil, der gerissene Teil wurde praktisch entfernt und durch eine Prothese ersetzt, geht also praktisch vom Herzen aus wie so ein Bogen runter nach zur Bauchaorta runter, also zum Bauch runter. So muss man sich das vorstellen. Und die hat Abzweigungen nach oben zum Gehirn, weil das Gehirn wird auch von der Hauptschlagader halt versorgt. Und da sind die Anschlüsse an dieser Prothese dran. Hat Ihnen Taiwan dabei geholfen, das zu verarbeiten, der Aufenthalt in Taiwan? Oder findet die Verarbeitung dann auf Mallorca statt? Für Sie persönlich. Mm. Ich komme ja selber aus der Pflege. Ich habe mir natürlich, als ich gehört habe, was passiert ist,
ja, riesige Sorgen gemacht. Ich war mir wirklich nicht sicher, dass ich ihn lebend wiedersehe. Und das Schlimme war, wir haben noch telefoniert und er hat mir gesagt, ganz ruhig, Mama, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich weiß nicht, ob ich den morgigen Tag noch erlebe. Ganz ruhig. Na, und dann habe ich 3 Tage gebraucht, um hier zu sein, weil ich noch keinen Pass hatte, keinen Reisepass, und musste ich alles noch auf die Schnelle organisieren. Und im Flieger hatte ich dann das Glück, dass neben mir ein Professor aus Hongkong saß. Man kommt ja dann so ins Gespräch, man hat ja viele Stunden Zeit, der sich damit auskonnte und der mich erkannte und der mich dann beruhigt hat und gesagt hat, die kennen sich aus da in Taiwan, die wissen, was sie da tun, und das ist nicht so selten hier. Also Wahnsinn, ne? Wie ein Engel, der ihnen geschickt wurde. Ja, ja. Und das war nicht das Einzige. Ich hatte das von Hongkong aus hierher, hatte ich noch eine Dame neben mir sitzen, eine Buddhistin, die auch Englisch sprach. Und wir kamen dann auch wieder wegen meinem Sohn ins Gespräch. Und die gab mir noch ihren Rosenkranz. Die hatte so einen Kranz und hat mir mitgegeben und hat gesagt, den soll ich meinem Sohn geben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, also ich bin den Ärzten hier unheimlich dankbar, muss ich sagen, mein Sohn auch. Kommen Sie quasi jedes Jahr zum zweiten Geburtstag wieder? Fast, ja, doch. Wir bemühen uns, weil der zweite Geburtstag ist tatsächlich am 18. Januar. Ich bin dieses Jahr am 17. hier gelandet und letztes Jahr noch ein bisschen früher. Ja, wir zelebrieren das wirklich so ein bisschen. Mhm. Wie sieht ein typischer Tag von Ihnen in Taiwan aus? Oh, ich glaube, der ist gar nicht so typisch. Mein Sohn und sein Partner, die arbeiten in einem Online-Geschäft praktisch, die machen Marketing, Online-Marketing für klein- und mittelständische Unternehmen, erstellen Webseiten in verschiedenen Sprachen, Japanisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Tagalog, also eine ganze Menge. Und das bringt mit sich, dass der Tagesablauf also nicht unbedingt so ist, so, na, man ist häufig bis tief in die Nacht irgendwie beschäftigt. Und von daher, wir gehen, wenn wir aufgestanden sind, und das ist dann meistens erst Vormittag, dann zum Frühstück, außerhalb meistens. Ja, und dann gucken, was so da am Tag anliegt, was die beiden zu arbeiten haben. Und wenn nicht so besonderes Wichtiges anliegt, dann fahren wir natürlich und gucken uns die Umgebung an. Jetzt von Inselbewohnerin zu Inselbewohnerin. Darf ich den Vergleich machen? Also, Mallorca ist ja auch eine Insel. Taiwan ist eine Insel. Welche Unterschiede gibt es und welche Gemeinsamkeiten gibt es? Puh, erstmal kann man die beiden, glaube ich, gar nicht vergleichen. Gut, Insel, beides Inseln, da hast du natürlich recht. Aber erstmal ist Mallorca viel, 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 viel kleiner. Nicht so modern wie Taiwan. Wobei Taiwan ja auch beides verkörpert, so dieses Alte, was ich unheimlich liebe. Und natürlich auch die neuen Sachen in Taiwan, so die Infrastruktur, die modernen Gebäude, das fasziniert schon. Und die alten Teile Taiwans, das grüne Taiwan nenne ich das dann immer, das ist das, was mir am besten gefällt. Und das gefällt mir natürlich auch auf unserer Insel Mallorca am besten. Wir leben auch da nicht in der Stadt oder im Dorf, sondern wir leben außerhalb. Müssen wir auch, weil wir jede Menge Tiere haben. Das wäre im Dorf gar nicht möglich. Also Dorf wäre was, könnte ich mich noch mit anfreunden, aber Stadt ist nichts für mich. Also Taipei als Stadt ist schön, aber leben möchte ich da nicht. Dann eher so ein bisschen außerhalb. Das ist das, was ich gerne habe. Und verglichen zu Deutschland, das ja umgeben ist von anderen Ländern? Taiwan ist wesentlich ruhiger als Deutschland. Es ist auch heller, es ist nicht so düster. Das ist das, was wir auch auf der Insel Mallorca haben. Es ist nicht so dunkel. Auch wenn Winter ist, ist es ein ganz anderes Licht. Die Leute sind anders, die Leute sind freundlicher. Ist ein großer Unterschied. Also ich möchte nicht mehr nach Deutschland zurück. Für dich als Autorin, schreibst du auf Taiwan auch? Oder passiert das nur auf Mallorca? Das Schreiben an sich
Das Schreiben an sich passiert immer dann, wenn ich eine Idee dazu habe. Das geht ganz. Da werde ich oft gefragt, wie kommst du zu deinen Ideen? Kann ich gar nicht so genau sagen. Bei meinem letzten Buch, Als der Mond vom Himmel plumpste zum Beispiel, habe ich am Meer gestanden und das sah so aus, als wenn der Mond ins Meer gefallen wäre. So, und dann habe ich gedacht, okay, das wäre eine Idee. Dann wie kommt jetzt der Mond aber wieder dahin? So, also die Idee ist dann da und dann fängst du an zu überlegen, wie kann ich das jetzt machen, dass der wirklich wieder da oben hinkommen kann? Ja, und dann überlegt man und dann kommt irgendwann der Geist mit, ah ja, so könnte das gehen. Und ist dir das in Taiwan auch schon passiert, dass du irgendwas gesehen hast, was dich zu einer Idee gebracht hat? Schon, aber es ist schwieriger, weil man ja auch was von der Geschichte dann damit reinbringen muss. Ich hatte zum Beispiel die Idee, wenn zum Beispiel hier auf der Straße irgendwie ein roter Umschlag liegt, man soll ihn ja nicht aufheben. Da steckt ja eine Geschichte hinter. So, meine Idee war jetzt, ich könnte anfangen, dass da unten in der Geisterwelt halt eine Frau oder ein Mann ist, der gerne diejenige, die den Umschlag aufhebt, heiraten möchte und wie das so alles funktioniert. Aber das ist unheimlich kompliziert, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, als wenn so ein Märchen zu schreiben, so wie zum Beispiel Pinselchen oder wie der Mond, es ist wirklich schwierig. Aber die Idee ist noch da. Hört sich total interessant an. Und du schreibst ja für Kinder primär, richtig? Hauptsächlich. Ja, es sind Märchen, wobei ich denke, Märchen, also ich selber lese gerne Märchen aus aller Welt. Und es gibt viele Ältere, die gerne Märchen lesen. Von daher meine ich, Märchen sind für alle da. Würde das passen, diese Geschichte in ein Märchen zu passen für groß und klein? Ich denke schon, ja doch. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Also deshalb, da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Ist das ein deutschsprachiges Publikum oder könntest du dir auch vorstellen, dass die Bücher ins Chinesische übersetzt werden? Gerade bei dieser Geschichte könnte ich mir das gut vorstellen. Eins meiner Bücher gibt es ja nicht in Chinesisch, aber in Deutsch-Englisch. Das ist so ein Wendebuch. Kann man einmal wenden, dann hast du es in Deutsch. Auf der anderen Seite ist es halt in Englisch. Chinesisch hatten wir mal geplant, aber dafür müsste mein Schwiegersohn in Spe ein bisschen mehr Zeit haben, um das zu übersetzen. Wie schaut ein typischer Arbeitsalltag für dich als Autorin aus? Gibt es nicht. Gibt es definitiv nicht. Mein typischer Arbeitsalltag ist eher anders, dass wir uns um die Tiere kümmern, die wir auf Mallorca halt aufgenommen haben. Entweder haben wir sie im Müll gefunden oder aber sie wurden uns gebracht, weil sie Mini-Babys waren oder krank oder behindert oder wir haben uns zum Beispiel 3 Hunde geholt aus Son Rios, also der örtlichen Pereira, man sagt auch noch immer Tötungsstation dazu in Spanien, wobei das heute Gott sei Dank nicht mehr so sehr gang und gäbe ist, dass dort die Tiere getötet werden. Aber es gibt es noch. Also es ist tatsächlich so, wenn die eine gewisse Zeit da sind und die Pereiras sind voll, muss getötet werden. Weil es gibt keine Kapazität mehr, sie einfach aufzunehmen. Und aus dem Grund waren wir damals da und haben halt Hunde uns aus den Pereiras geholt, ja. Kann ich mir das vorstellen wie ein Tierheim? Ist ein staatliches Tierheim? Ja, das sind staatliche, ja, richtig. Man kann es sich so vorstellen. Und es hat sich Gott sei Dank auch vieles geändert. Es ist nicht mehr so krass, wie es vorher war. Aber man kann natürlich dem ganzen Ansturm da nicht gerecht werden. Genau, wie ist die Straßentiersituation dort? Also gibt es irgendwelche Maßnahmen zur Kastration oder ist das alles noch nicht so weit? Es gibt immer wieder mal von erstmal privaten Organisationen, muss ich sagen, solche Angebote, dass die sagen, also wir können hier, kommt mal her, ihr kriegt einen Gutschein, ihr könnt die Katzen kastrieren lassen. Es geht hauptsächlich um Katzen. Bei uns sind es weniger die Hunde, die werden eher abgegeben. Aber es sind die Straßenkatzen, um die es meistens geht. Zurzeit, es gibt ja ein neues Tierschutzgesetz. Und seitdem gibt es auch von den Behörden eher Hilfsangebote. Aber man muss auf sie zukommen. Von alleine machen sie das dann auch nicht. Dann kriegt man das mit dem Kastrieren dann schon mal ein bisschen günstiger. Wir selber haben jetzt 25 Katzen, die wir versorgen.
Ich muss sagen, wenn wir unseren Tierarzt nicht hätten, der uns das zum Tierschutzpreis macht, dann könnten wir das überhaupt gar nicht. Das wäre überhaupt nicht möglich. Also wir kriegen beide ja nur eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente und damit kann man gerade mal eben die Futterkosten stemmen und alles andere, wenn wir da, es gibt zum Teil horrende Preise für Kastrationen. Das geht bis über 300 Euro beim Weibchen oder so. Und davon sind wir Gott sei Dank weit entfernt. Das heißt, die Katzen leben bei euch mit auf dem Grundstück drin oder draußen? Wie kann ich mir das Also vorstellen? wir haben praktisch so eine kleine Casita. Unser Vermieter ist Bauer. Er hat einen großen Bauernhof, der hat Schafe und Schweine. Und wir haben praktisch so einen Anbau, so eine kleine Casita, die ist wirklich nicht groß, 60 Quadratmeter oder so, aber dafür 1000 Quadratmeter Grundstück. Das ist dann auch eingezäunt. Die meisten der Katzen leben draußen. Das fing ja mal ganz klein an, aber das spricht sich bei den Katzen natürlich schnell rum. Und dann werden schon die Fressfreunde eingeladen. Und schon hast du ein paar mehr. Und wir haben aber alle, wirklich bis auf einen jetzt, der jedes Mal, wenn er kastriert werden soll, verschwunden ist. Jedes Mal, der riecht das. Der riecht, wann das ist. Ja, dann ist der weg. Dann ist der wirklich weg. Alle anderen sind kastriert. Ja, draußen leben die meisten und drin leben ungefähr 10. Die gehen dann rein und raus und die anderen leben draußen. Ja, die haben eine Katzenklappe im Fenster und dann kommen die zum Fressen. Und wer kümmert sich jetzt um die Katzen, wenn ihr hier seid? Im Moment ist meine Tochter da und übernimmt das. Wir haben ja nicht nur Katzen, wir haben ja auch noch Hühner und Enten und Gänse und naja. Sind das auch Rettungstiere? Die Gänse, ja, auch ja, von den Enten auch. Und warum mussten die gerettet werden? Die Gans war so, die hätte man geschlachtet, weil ja, sie ist ein bisschen behindert und ja, sowas will dann keiner haben. Das ist wie bei den Menschen auch. Ne? Behinderte sind dann nicht so ganz gern gesehen und so. Und bei den Enten war es so, ja, die musste aus ihrer Finca ausziehen und in eine Stadtwohnung und da kann man natürlich keine Hühner und Enten mitnehmen. Dann haben wir mal kurz über Nacht mal so einen kleinen Stall gebaut und dann durften die dann auch anziehen. Dir ist sicherlich nicht entgangen, dass Taiwan auch ein Straßentierproblem hat mit Katzen und Hunden und aber auch vielen anderen ausgesetzten Tieren. Ist das vergleichbar oder fällt dir das? Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Also ganz ehrlich, was ich hier gesehen habe, wäre aus meinen Augen höchstens 1% von dem, was wir auf Mallorca haben. Also, und ich habe hier nicht wirklich einen Straßenhund gesehen. Das, was ich hier gesehen habe, die Hunde, die hier rumlaufen, werden von jedem versorgt. Jeder Händler, jeder Shop, wo der Hund auftaucht, der bekommt sein Futter, der bekommt sein Wasser. Sowas hättest du bei uns nicht. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Ich denke, das liegt ein bisschen daran an eurer Religion, dass man hier denkt, okay, es könnte ja sein, das ist irgendwie ein Verwandter oder, ne? Ich denke, daran liegt es. Ah, interessante Feststellung. Ja, interessante Idee. Und Katzen sind bei uns in Massen. Da, ganz ehrlich, die paar Katzen, die ich bisher hier so sehe, das ist nichts dagegen, wirklich. Ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Mengen an Katzen das wirklich bei uns gibt. Und das sieht die Regierung gar nicht irgendwie als Anlass, da wirklich mal was Ordentliches, weiß ich nicht. Es geht in ganz, ganz kleinen Schritten. Und was ich auch sagen muss, Corona hat uns da ordentlich zurückgeworfen. Weil in diesen 2 Jahren durfte ja auch nicht kastriert werden. Du durftest ja kaum irgendwo hin. Du durftest ja nicht zum Tierarzt. Nur in den äußersten Notfällen. Und Kastration ist da kein Notfall. Und von daher gab es dann natürlich, rechne mal, 2 Jahre und dann, Zwei Würfe pro Jahr. jupp, dann Oh, bist du auf einer unvorstellbar. Ja, unheimlichen Menge. ja, Also das ja. hat uns da schon richtig zurückgeworfen. Und werdet ihr gesponsert? Sucht ihr, wie finanziert ihr denn das Ganze? Wenn ihr das Futter, gut, könnt ihr vielleicht noch bezahlen, aber wie sieht es darüber hinaus aus? Gar Das machen nicht. wir alles alleine. Ab und zu haben wir mal das Glück, dass uns jemand einen Futtersack spendet oder so, aber nee, also zu 99% machen wir das alleine. Damals gab es ein älteres Ehepaar auf Mallorca, die wollten wieder zurück nach
Deutschland, weil die Frau schwer krebskrank war. Und die hatten, nachdem sie aus dem Urlaub kam, in ihrer Garage eine Katze mit ihren Babys gefunden. So, und die wollten sie jetzt unterbringen. Eigentlich nur die Babys. Dann sagte sie aber, ja, und ich weiß nicht, was ich mit der Mama machen soll. Ich sagte, komm, dann nehmen wir sie alle mit. Dann haben wir sie alle mitgenommen. Und so fing das an, dass wir dann überhaupt immer mehr Katzen hatten. Eine davon gibt es übrigens heute noch. Also die anderen nicht mehr, aber eine, einen Kater davon gibt es noch. Und von dem bekomme ich ab und zu mal einen Futtersack oder Leckerlis oder dann auch mal einen Fuffi in die Hand gesteckt und sagte, hier, komm, mach mal. Aber das ist auch das Einzige, ja. Kann man euch denn unterstützen? Irgendwie gibt es ein Spendenkonto oder kann man euch kontaktieren, wenn man vielleicht vor Ort ist oder was schicken möchte? Das haben wir uns eigentlich noch gar nicht überlegt. Nee, haben wir uns wirklich noch keine Gedanken drum gemacht. Wäre natürlich schön, wenn man da ab und zu so ein paar Futterdosen würden schon ganz gut tun. Aber wie die denn zu uns kommen sollten oder... Man kann dich ja auf Facebook gut finden. Richtig, das kann man. Mhm. Und wir haben auch bei Facebook noch eine Seite, ich muss sagen, die habe ich jetzt schon lange nicht bearbeitet, die heißt Unsere Notfällchen. Da haben wir dann auch immer wieder mal gepostet. Dieses eine Mal hatten wir 3 kleine Babys am Wegesrand gefunden, die waren gerade erst neu geboren. Und da brauchte ich ganz dringend Katzenmilch. Und dann habe ich über diese Seite gepostet, dass ich gerade dringend Milch brauche und ob jemand gibt, der mir das spenden kann. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also darüber wäre das vielleicht noch möglich. Wobei die Reichweite einfach nicht genug ist, dass man da was zusammenkriegt, glaube ich. Nun ist man jetzt hier im Radio mit einer viel größeren Reichweite. Und ich bin mir sicher, dass es den ein oder anderen Zuhörer gibt, der auch... auf Mallorca war und wahrscheinlich auch die Straßentiersituation gesehen hat. Und es ist ja immer schön, wenn man dann jemanden kennt vor Ort, der da ist und man weiß, oh, da kümmert sich jemand, dann ist es doch direkt so eine Verbindung. Ja, zum Glück gibt es einige, die das privat machen und sonst wäre die Situation auf Mallorca auch nicht tragbar. Es gibt einfach viel zu viele davon. Vermisst du die Tiere? Ja, immer. Immer. Und ganz ehrlich, ohne Katzen oder Tiere könnte ich überhaupt gar nicht. Geht nicht. Ich habe früher Menschen gepflegt. Ich bin gelernte Altenpflegerin, habe dann nachher Pflegedienstleiterin gemacht. Ohne Pflege kann ich, glaube ich, nicht. Das geht nicht. Also früher waren es die Menschen, heute sind es die Tiere. Und darf ich mal fragen, die Erlebnisse, die du mit den Tieren hast, verarbeitest du die auch in deinen Büchern durch das Schreiben? Zum Teil schon, ja. Ich habe zum Beispiel eine kleine Katze gehabt, die nur ein Auge hatte. Das andere musste rausoperiert werden, weil es halt so sehr verletzt gewesen ist. Und Ochita haben wir sie deshalb genommen. Ochita von Ocho, also Auge. Und die hat Einzug gefunden in das magische Märchenwelt Band 2. Das heißt Ochita Mausepups, also da ist auch Rita verarbeitet worden. Welche Dinge verarbeitest du noch in Märchen? Also Tiere, okay. Ja, auch sehr persönliche Dinge. Und ich habe eigentlich erst relativ spät festgestellt, wie viel ich eigentlich von mir da preisgebe. Mir hat meine Schwiegermutter mal gesagt, jetzt weiß ich erst ein bisschen mehr von dir. Und da ist mir das erst klar geworden, was ich alles wirklich von mir selber in meinen Büchern und Geschichten preisgebe. Es gibt eine Geschichte und die handelt, ja, sie heißt Mayas großer Traum. Und Maya wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Mutter zu sehen. Die hat sie verloren, als sie 3 Jahre alt war. Und das ist meine Geschichte. Ich habe also meine Mama nicht wirklich kennengelernt. Ja, und da kommen ganz viele Sehnsüchte und ganz viele Wünsche und ganz viel von mir in dieser Geschichte vor. Wo kann man deine Bücher kaufen? Du kannst sie auf Amazon unter Linda Marie Haupt findest du alles, was ich geschrieben habe. Das sind hauptsächlich Kinderbücher, aber es gibt auch viele Anthologien, in denen ich mitgeschrieben habe. Also da wird bestimmt jeder fündig. Und die Märchenbücher, ja, die liegen. Ich habe nach einer Zeit gemerkt, dass ich dass Märchen meine Sachen sind. Angefangen habe ich damals mal mit Lyrik. Ich habe tatsächlich Gedicht geschrieben. Ich mochte Gedichte schon immer. Ich konnte auch Gedichte ganz schnell auswendig lernen. Wenn das in der Schule hieß, hier komm, lern mal,
ja, dann habe ich mir das einmal durchgelesen und dann war es das, dann konnte ich das. Und mir fiel es halt leicht, so ein Gedicht zu schreiben. Aber als wir damals angefangen haben, dass wir halt so ein privates Tierasyl, ein Heim aufmachen wollten, da braucht es irgendwie so eine Geschichte. Und dann habe ich angefangen, wie sollte das sein? Was wollen wir denn sein? Und dann gibt es halt eine Geschichte über Sam, den Straßenhund, der unterwegs eine Hündin trifft, die schwanger ist und die sich beide zusammentun, die sich da die ein Abenteuer erleben und letztendlich bei uns landen. Bei uns als Sam. Sam heißt nichts anderes als Suerte Animales Mallorca, also glückliche Tiere Mallorca. Und deshalb wurde auch Sam Sam genannt. Ja, das war so die erste Geschichte und die fanden schon einige ganz gut. Und danach kam halt meine Geschichte mit Mayas großer Traum. Die habe ich dann der alten Dame, wo wir die Katzen her haben, mal zum Lesen gegeben. Und die hat mir gesagt, das musst du rausbringen. Wenn du das nicht rausbringst, dann brauchst du gar nichts rausgeben. Das musst du. Und das habe ich dann gemacht. Und so fing eigentlich alles an. Das ist jetzt vor 8 Jahren gewesen. Und warum hast du dich für ein Pseudonym entschieden? Ganz einfach. Iris Haupter als Autorenname passt nicht. Und Linda Marie waren die Vornamen meiner Mama. Könntest du dir vorstellen, in Taiwan zu leben? Das hat mein Sohn mich auch schon gefragt. Das ist eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Und wenn ich die Sprache nicht spreche, ich glaube, dann fühle ich mich nicht so... Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Man muss ja auch sehen, wenn man jetzt älter wird, ich bin jetzt 65, was heißt fast, erst in 2 Monaten, wie man dann mental drauf ist, wenn man älter ist, was man denn noch weiß. Und wenn ich dann allein in der deutschen Sprache schon viel vergessen habe, weil ich vielleicht dement werde, dann weiß ich es nicht, wie es mit einer Fremdsprache ist. Also von daher, auf der anderen Seite weiß ich, dass ich hier ganz gut aufgehoben wäre, weil mein Sohn und der Partner, der ja Taiwanese ist, da ist es ganz einfach von ihrer Mentalität, die würden mich nie irgendwo, ne, die würden immer sehen, dass es mir gut geht. Aber es ist wirklich eine schwierige Entscheidung und da kann ich noch überhaupt nichts zu sagen. Da bin ich noch hin und her gerissen. Ah, aber es käme schon in Betracht. Also wenn es in Betracht käme, sage ich jetzt mal, dann nur, also nicht mitten in Taipei. Das wäre nichts für mich. Das müsste dann sowas Abgelegenes sein, so wie Daulio oder so ein kleines altes Häuschen mit einem Stückchen Garten. Das würde mir gefallen. Und es müssen natürlich Tiere da sein. Die kommen, also gar keines. Die kommen auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, also das müsste schon so sein. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Liebe Iris, das war ein sehr schönes, ganz tiefgehendes Gespräch. Ich bedanke mich für deine Offenheit und ich wünsche dir, dass du den Platz findest, der gut ist für dich. Mit ganz vielen Tieren natürlich. Oh, vielen lieben Dank. Nichts zu danken.